Mein Name ist Volker Koch und bin Geschäftsführer bei der BFU. Wir produzieren Betonfertigteile aller Art, von Doppelwanddecke bis konstruktiven Teilen, Balkone, Treppen, Fassaden, also querbeet das ganze Spektrum. Also für uns bei der Auswahl der Software haben wir uns gezielt für die Allplan Precast entschieden, weil wir der Meinung sind, dass das Planbar und auch das TIM, die wir ja nutzen, einfach zu erlernen ist, aber trotzdem effektiv bei uns im Unternehmen angewendet werden kann. Wir nutzen die Planbar als grundlegendes Werkzeug für das Konstruieren von Fertigteilen und ist bei jedem Konstrukteur jeden Tag dauerhaft im Einsatz. Und durch die intuitive Oberfläche ist sie aus unserem Büro nicht mehr wegzudenken. Ich heiße Gabriel Keller, arbeite bei der BFU als Bauingenieur in der Planungsabteilung und bin für die Digitalisierung von Planbar und TIM zuständig. In der Planbar finde ich immer eine Lösung, komplizierte Teile zu konstruieren und das in unsere automatisierte Produktionsstraße zu bekommen. Wir nutzen den TIM Berg für die Stapelung von Elementen auf die Ladegestelle für die Disposition. Des Weiteren nutzen wir den TIM für die Arbeitsvorbereitung der Produktion für die Massivwände. Der Rüttihof ist ein Gewerbepark in Wädenswil am Zürichsee in der Schweiz. Wir als Metabau waren als Totalunternehmer für die Abwicklung von A bis Z verantwortlich. Über die Architektur, Projektierung, Planung, Ausführung für alle am Bau beteiligten Unternehmer. Mein Name ist Marco Andermatt und ich bin Leiter der Ausführungsplanung. Die Metabau ist eine Totalunternehmung und wir erbringen sämtliche Leistungen aus einer Hand. Von der Projektierung über die Planung hinüber zur Ausführung. Die Firma BFU und Metabau arbeitet schon seit mehreren Jahren zusammen. Früher hatten wir es so, dass wir die Pläne gezeichnet haben auf 2D, der BFU die Pläne geschickt haben, sie haben es nochmal abgezeichnet und uns wieder zur Kontrolle geschickt. Das war ein enormer Aufwand. Heute machen wir es so, dass wir den Austausch über die IFC-Schnittstelle generieren. Der Rüttihof hat eine Busseinstellhalle für 60 Großbusse inklusive Waschanlage, Werkstatt mit Stempellift, eine dreistöckige Getränkehandel mit Palettenlift und 10 Lkw-Andockstellen und eine Kletterhalle mit 18 Meter hohen Kletterwänden, über 6000 Meter Laufrouten und ist für alle olympischen Disziplinen geeignet. Geplant und produziert haben wir in 9 Monaten ungefähr 350 Lkw-Fuhren. Es waren 10.000 Quadratmeter Decke, es waren 5.500 Quadratmeter kerngedämmte Doppelwand und 4.000 Quadratmeter normale Doppelwand, 50 Treppenelemente und 1.100 Quadratmeter Massivwand. Also es war eine Menge, die wir hier gestemmt haben und es wurde kein einziges Element irgendwie anders geplant. Alles über BIM, über Planbar. Auch der TIM wurde komplett genutzt. Und somit war das ein richtig tolles Projekt für uns. Wir haben BIM zu 100% beim Projekt Rüttihof eingesetzt. BIM ist der digitale Zwilling und so wie wir es sagen, die Mutter aller Pläne. Wenn wir einen Plan generieren, ist er morgen schon alt. BIM ist immer aktuell. Der große Vorteil von BIM ist, man hat die ganze Kontrolle, den Bauablauf, die Kostenkontrolle, die Kollisionen. Und es können alle Unternehmer drin schauen, wie was kommt. Die Software im BIM spielt gar keine Rolle. Egal mit welcher Software man plant, wichtig ist hier eine strukturierte Arbeitsweise und nullpunktbasierendes Planen. Dann kann man die einzelnen Modelle so zusammenfügen. Das Projekt Rüttihof ist ein perfektes Beispiel für den Open-BIM-Gedanken. Ja, BIM ist grenzenlos.